Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen ein paar neue und auch alte Produkte aus Kooperationen testen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte wurden mir entweder direkt von den Firmen zugeschickt, um sie eben vorzustellen, zu testen und so weiter und so fort. Oder es sind halt Produkte, die ich irgendwann mal in einem Adventskalender oder in einer Box drin hatte, den oder die ich mal in einer Kooperation geschenkt gekriegt habe, sage ich mal, oder kostenfrei zur Verfügung gestellt, kostenfrei, ne, bekommen habe. Ich bin sehr aufgeregt. Also ja. Ihr habt ja im Thumbnail schon das ein oder andere Produkt gesehen. Es geht um bei Beauty Bay, es geht um Dose of Colors, es geht um Love, es geht um Benefit und ich habe richtig Bock drauf. Ja, so, dann starten wir die ganze Chose hier einfach mal. Ich werde verwenden Pinsel von Spectrum. Die habe ich mir zwar selber bestellt, bekommt man aber auch im Online-Shop von Purish zum Beispiel. Und ich setze euch die Rabattcodes und die Links zu den Produkten und so weiter auch unten in die Infobox rein. Ich habe ein ganz, ganz neues Produkt zugeschickt bekommen von By Beauty Bay. Und zwar haben die einen neuen Primer auf den Markt gebracht. Übrigens gibt es auch in diesem Video etwas zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Es gibt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket für einen von euch. Und ja, so mock wie dat. Genau, so, wie gesagt, By Beauty Bay Matte Blur Primer. Das ist dieser hier. Jedenfalls sieht das so in der Verpackung aus. Das ist so ein Stick. Und den trägt man sich dann auf den Stellen auf im Gesicht, wo man so ein bisschen vergrößerte Poren hat oder wo man wirklich einen Weichzeichner-Effekt haben möchte. Das schaut sehr unspektakulär aus, aber die Produkte von der Beauty Bay Eigenmarke By Beauty Bay sind im Großen und Ganzen auch echt erschwinglich. Die sind so im mittelklassigen Drogeriebereich anzuordnen, würde ich sagen. Und hier haben wir wirklich so einen Stick. Das sieht aus wie ein kleiner Deo-Stick oder wie ein farbloser Blush-Stick. Und den trage ich mir, ein bisschen mehr rausgedreht, tatsächlich hier so ein bisschen auf, hier so ein bisschen, vielleicht auch um die Nase drumherum und auf der Nase. Fühlt sich sehr silikonig an, aber auch angenehm. Ich finde schon, dass der so einen kleinen Blurring-Effekt macht. Waterdrop übrigens, ne? Trinkt mehr Wasser, Leute. Und mit Claudi YouTube sparst du 5 Euro, 25 Euro. Einkaufswert, genau. Dieses Produkt habe ich schon vor ziemlich langer Zeit in Kooperation direkt von How Cosmetics zugeschickt bekommen. Mittlerweile gibt es die aber auch auf Purish und da kannst du mit dem Code CLAUDISWELT 15% Rabatt bekommen. Ja, das ist dieses hier. Das ist das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Habe ich schon ungefähr zu, ja, zur Hälfte, sage ich mal, jetzt aufgebraucht, diesen Primer. Es gibt ja auch so einen lila Pearly Shine, habe ich aktuell auch in meiner alltäglichen Routine-Anwendung. Hat gleichzeitig auch noch ein bisschen Hautpflege mit drin. Ich nehme mir von dieser Pipettengeschichte erstmal so ein bisschen was hier hin und hier hin. Ungefähr insgesamt, ich sag mal, 3/4 von der Pipette und verteile mir das ganz vorsichtig mit einem Pinsel. Wenn man ganz crazy drauf ist, kann man das natürlich auch so lassen und so rausgehen. Also ich kann euch den voll empfehlen, ich finde den schön. Von Purish habe ich einiges von der Marke Dose of Colors zugeschickt bekommen. Unter anderem die Foundation Meet Your Hue Foundation habe ich in der Farbe 103 Fair. So schaut das in der Umverpackung aus. Ja, Umverpackung, ne? Die kommt relativ schnell weg. Und die soll Medium to Full Coverage sein. Die soll leicht sich auf der Haut anfühlen. Und ja, Linien abdecken und so weiter und so fort. Blurring soll das auch noch geben. Bin ich gespannt drauf. Schwärmen einige mittlerweile echt von. Ja, sieht auf jeden Fall, habe ich euch ja auch in meinem PR-Pakete-Unboxing gezeigt, sehr, sehr hochwertig aus. Also mag ich gerne leiden. Das hier unten ist Glas tatsächlich. Ich habe jetzt hier zwei Pumphobe drauf. Sie fließt. Und dann nehme ich jetzt auch wieder den Foundation-Pinsel von eben und verteile mir die Foundation erstmal damit relativ grob im Gesicht. Das mache ich meistens in so tupfenden Bewegungen. Das sieht dann relativ furchtbar aus und man sieht auch aus wie ein Geist, wenn man die Foundation in einer so hellen Farbe hat. Oh je. Natürlich arbeite ich jetzt nochmal das Ganze in meiner Haut ein mit einem angefeuchteten Schwämmchen. Hier ist irgendwie so eine ganz komische, relativ trockene Stelle. Und wenn ich dann so mit dem Schwämmchen drüber gehe, geht die Foundation einfach weg. Ne? Ich meine, gut, jetzt habe ich jetzt ja auch gewischt und nicht getupft, aber irgendwie finde ich das sehr merkwürdig. An der Nase ist es auch ganz merkwürdig. Ja, und da sieht man es jetzt hier an der dem Nasenflügel tatsächlich auch. Die will irgendwie nicht mit meiner Haut.
Da, wo sie sitzt, sitzt sie gut. Aber an manchen Stellen setzt sie sich total unschön ab oder sie verschwindet einfach wieder. Ne? Sie lässt sich wegschieben und das gefällt mir nicht so gut. Probieren wir das nächste Base-Produkt von Dose of Colors und da habe ich den Meteor Hue Full Coverage Concealer. Den habe ich in der Farbe Fair 04 und alle Produkte habe ich natürlich unten in der Infobox verlinkt, teilweise Affiliate-Links, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Oder wie in dem Fall von Purish, da habe ich einen Code und ich verdiene nicht, wenn ihr über den Link bestellt, sondern wenn ihr meinen Code verwendet, eine kleine Provision, damit Purish weiß, dass ihr von mir kommt. Hier habe ich eine Plastikverpackung. Und genau, keine Glasverpackung. Ich dachte erst im ersten Moment, dass es hier unten auch Glas wäre, ist es aber nicht. Und der kommt mit einem echt dicken Schwämmchen-Applikatorfüßchen. Den platziere ich mir erstmal hier so vorsichtig hin. Dann nehme ich mir einen Concealer-Pinsel von Spectrum, um den grob und vorsichtig zu verteilen. Der hat einen leichten Aprikot-Unterton. Also für mich passend. Und dann nehme ich mir mein Schwämmchen wieder und blende ihn ein. Im Innenwinkel und auf der Nase sowie auch auf meiner Mr. Fried Ausflugsfamilie trage ich mir ebenfalls noch ein bisschen Concealer auf, um die Deckkraft etwas zu erhöhen. Und auch das wird wieder eingeblendet mit dem Schwämmchen. Ihr merkt, so ultimativ bin ich tatsächlich noch nicht begeistert. So, dann gehen wir jetzt mal zu Lidschattenbase. Wir sind ja noch bei den cremigen Texturen und da habe ich aus dem Love Adventskalender Perfectitude Eyeshadow Primer. Das ist dieser hier. Oder habe ich den von Purish zugeschickt bekommen, als ich meinen Full Face Love geschminkt habe? Das weiß ich gerade gar nicht so genau mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall ist es ein schöner Eyeshadow Primer, den ich jetzt auch wieder mit dem gleichen Pinsel wie eben auftrage, wo ich den Concealer mit eingearbeitet habe. Der kommt in so einer Tube. Da gebe ich mir ein ganz kleines bisschen nur hier auf meinen Pinsel drauf. So ein kleines Mini-Würmchen. Und das kommt auf mein Augenlid, einfach damit der Lidschatten nachher auch besser hält. Auch der hat eine kleine Tönung mit dabei, was ich aber schön finde, weil ich habe ja immer so meine Adern an meinem Auge dran oder über meinen Augen. Die mag ich gerne abdecken. Jetzt verwende ich von Dalton ein Produkt, das habe ich in der Kooperation zugeschickt bekommen. Mein Code ist aber leider jetzt, wo das Video online geht, nicht mehr gültig. Da habe ich ab und an mal so einen 20% Rabattcode. Und ja, schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei, da verpasst ihr sowas nicht. Oder schaut intensiv und aktiv meine Videos, da erwähne ich den dann immer zu dem gegebenen Zeitpunkt. Da habe ich hier das Face Care Freshen Up Hydrating Face Mist. Und das schaut so aus. Genau, das ist jetzt auch aus der neuen Linie, glaube ich. Soweit ich das, ne? Ja, ich habe es vorher noch nie gesehen. Und das kann man gefühlt immer wieder verwenden. Also jetzt einfach so zwischendurch, wenn ich mich gerade schminke und möchte, dass meine ganzen cremigen Texturen miteinander verschmilzen. Oder wenn ich ein bisschen Freshen Up brauche über den Tag, ne? Wenn einfach schon länger das Make-up drauf sitzt, gebe ich mir das einfach drüber. Und dann kann man das mit dem Schwämmchen einarbeiten. Mega angenehm und mega geiles Sonnen- und Sommerprodukt. Ich weiß nicht, ob ich mir bei Beauty Bay das Produkt selber ausgesucht habe mal. Da heißt es, dass ich das in Kooperation zugeschickt bekommen habe oder dass ich mir das selber mal gekauft habe. Das weiß ich gerade aktuell nicht. Auf jeden Fall habe ich von Anna Sui das Puder. Habe ich mir auch in diesem Powder Case bestellt. Ich glaube, das habe ich mir tatsächlich im Black Friday Sale selber gekauft. Und wunderschön. Und hier drin haben wir halt das Puder, was jetzt auch mega passt, ne? Das ist so schön. Muscheln und Seesterne. Und das ist ein, ja, Translucent Powder. Hat hier auch ein Spiegelchen mit drin. Und sowas trage ich mir gerne zuallererst an der unteren Augenpartie mit einem Highlighter-Pinsel tatsächlich auf. Sobald der Concealer gesettet ist, kann man tatsächlich entweder dieses Puffelding nehmen und damit das Puder auftragen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert in diesem Fall. Ich persönlich bevorzuge es aber tatsächlich mit einem Pinsel. Da habe ich jetzt hier einen, der aber sehr viel Produkt aufnimmt. Da muss ich etwas aufpassen. Und das tupfe ich mir erst auf, damit ich meine Foundation nicht noch mehr verschiebe. Und erst wenn ich das Gefühl habe, dass ich so langsam das Ganze auf meinem Gesicht gesettet habe durch diese tupfende Bewegung, fange ich ab und an vorsichtig an, so diese Tupfstreichbewegung zu machen. So nach außen hin, damit das überschüssige Puder auch wirklich weggeht. Oder halt so. Schön, schön, schön. Im Love Adventskalender hatten wir dieses wunderschöne Produkt mit dabei. Das ist der Love
Sun Blurring Bronzer in der Farbe Seductive Bronze 020. So, genau. Schaut so aus von außen. Und von innen ist es einfach ein gepresster Bronzer, der so eine Blume mit eingepresst hat. Hier unter meinem Wangenknochen so ein bisschen, um mehr Definition ins Gesicht zu bringen, weil so hast du ja ne Puder und Foundation und Concealer, hast eine Leinwand und jetzt bringen wir wieder Leben in die Leinwand rein. Dann trage ich mir noch ein bisschen Bronzer hier an der Stirn auf, so ein bisschen über der Augenbraue und in den Haaransatz rein, weil da kommt die Sonne halt zuallererst hin, deswegen macht es Sinn, dort halt auch Bronzer aufzutragen. Ist halt auch so ein bisschen, um dem Gesicht eine gewisse Kontur zu geben. Wow, die Stirn habe ich echt krass aufgewowt. Mal gucken. Mit den Resten vom Pinsel tupfe ich einfach hier unten noch ein bisschen entlang, um da noch einen Schatten zu zaubern. Aber definitiv ein Bronzer, den man sich mal angucken kann, ne? Also ich finde den schön. Ich habe das jetzt nicht im klassischen E gemacht, sondern ich habe hier an der Schläfe das ein bisschen freigelassen, weil wir wollen ja aktuell, das ist ja dieser Trend, diesen Lifting-Effekt von den Augen haben. Und das erreicht man halt auch, wenn man hier so diese Stelle freilässt und da keinen Bronzer aufträgt. Mal schauen, wie es nachher aussieht. Ich durfte mir bei Beauty Bay ein paar Produkte aussuchen und da habe ich mir unter anderem auch den Cover FX Blush ausgesucht. Monochromatic Blush Duo Matt und Schimmer. Ich werde hiervon aber nur die matte Seite verwenden und das ist ein wunderschöner Rosenholzton. Auch dafür, ich bin gerade pinselfaul, verwende ich den gleichen Pinsel wie gerade, den ich aber hier am Handtuch einfach so ein bisschen, ne, ich habe hier immer so ein Handtuch liegen, den mache ich so ein bisschen sauber, dass da kein Pigment oder so oben mehr drin ist. Und dann gehe ich vorsichtig in diesen Blush, vielleicht auch ein bisschen weniger vorsichtig rein, klopfe das ein bisschen ab und trage mir das hier so auf, um ja, so eine schöne Frische auf meine Wangen zu bringen. Und das macht er schon mal ganz gut. Noch so ein bisschen über die Nase, weil da wird man ja auch gerne mal so ein bisschen rötlicher. Er wirkt jetzt im Sommer eher rosa, wenn meine Haut ein bisschen dunkler ist und ich etwas mehr Sommersprossen habe. Also viel passiert bei mir ja nicht, gerade im Gesicht, aber so ist es sehr schön. Man sieht ihn halt auch richtig toll, ne? Wow, mag ich. Ich sehe so ein bisschen aus, als hätte ich eine Skibrille getragen und als wäre ich super braun geworden. Bin ich aber nicht. Das ist alles mega Leute. Aber diese CoverFX Palette, das geht einfach so schnell und ich mag die so gerne. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber ich finde die echt empfehlenswert. Bevor ich mir jetzt einen Highlighter aufgebe, möchte ich noch ein bisschen Summer Glow in mein Gesicht bringen. Da hat Benefit ein neues Produkt rausgebracht mit dem Hoola Glow. Das ist dieser hier. Und da war ich extra in einer Benefit Masterclass, die per Teams, glaube ich, stattgefunden hat. Und da hat uns eine wundervolle Dame erzählt, wie man den am besten anwendet. Und das fand ich cool. Es gibt dir einfach nochmal so ein bisschen mehr Summer Glow. Und ich mag es zu glowen. Ich mag es nicht auszusehen, als wäre ich matt wie sonst was. Das heißt, ich gehe hier vorsichtig mit dem Pinsel einfach rein, klopfe ein bisschen ab und dann fange ich hier an und blende das dann auch so ein bisschen über den Bronzer und den Blush einfach drüber, um da noch so ein bisschen Glow zu bekommen. Und das sieht einfach frisch und gesund aus. Es ist nicht viel, was man da braucht. Ne? Man sieht es auch ganz, ganz dezent jetzt auf der Wange. Hier habe ich ihn jetzt nicht aufgetragen. Aber man sieht es schon und das finde ich toll. Und das ohne Highlighter jetzt. Ne? Natürlich haben wir eben gesehen, der Blush hat auch selber noch einen Glow mit dabei. Aber der gibt schon was Schönes. Kann man auch so ein bisschen nochmal über die Nase gehen. Über die Nase gehe ich aktuell mit sehr, sehr vielen Produkten, Leute. Das ist ja der Wahnsinn in Tüten. Damals habe ich nichts über meine Nase gegeben. Gar nichts. Ja, und so, ne? Kommen meine Sommersprossen halt auch noch irgendwie ein bisschen mehr zur Geltung, wenn ich das so richtig sehe. Weil die Foundation halt auch nicht wirklich deckend ist. Brauche ich gar keinen Frick. Trotzdem kommt natürlich noch ein Highlighter on top, ne? Das habe ich euch schon in meinem Full Face Korean Beauty vorgestellt. Habe ich von Yes-Tile zugeschickt bekommen, beziehungsweise mir aussuchen können. Der Luminous Marble Highlighter von Tony Moly ist das. Der sieht so unscheinbar aus. Und trage mir das dann wirklich hier so einmal auf. Und das ist wie nass einfach. Auch für YesTyle habe ich übrigens einen Code, Claudis Welt, damit sparst du, je nachdem, welchen Warenkorbwert du so hast, nochmal on top, weil die Produkte dort ja sowieso immer mal wieder reduziert sind. Und damit kann man halt hier nochmal so einen Effekt schaffen und muss keine Rücksicht nehmen, welche Farbe hat mein Augen-Make-up, welche Farbe hat mein Blush, Bronzer, Highlighter darunter, weil das halt einfach ein farbloser Glow ist. Und das finde ich so schön. Das natürlich auf die Nase, Nasenspitze, Nasenrücken. Und hier so und da so und da so. Ja, finde ich total toll. Und so
Abgesehen jetzt von der Foundation, die gefällt mir nämlich wirklich nicht. Also das ist jetzt, je öfter ich den Spiegel vor die Nase halte, desto weniger mag ich die irgendwie. Aber vielleicht muss sie sich auch erstmal noch mit der Haut verbinden. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss sie sich auch noch eingrooven. Wir sind ja freundlich mit allen möglichen Produkten. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Base, finde ich. Ne? Eine schöne Sommerbase. Bei Beauty Bay, ist ja die Eigenmarke von Beauty Bay, haben wir beim Blurstick Primer schon erlebt. Die haben jetzt auch noch Augenbrauenprodukte rausgebracht und die habe ich auch zum Testen zugeschickt bekommen. Da habe ich einmal den Micro Sketch Eyebrow Pencil. Welche Farbe habe ich? Almond. Okay, Mandel ist hier die Farbe. Schaut so aus und den werde ich jetzt zuallererst einmal auftragen. Hat ein Spoolie und ein Stift zum Rausdrehen. Nun kann ich einfach mal erst die Augenbrauen so ein bisschen durchkämmen. Die ganzen Foundation-Reste, die hier drin rumkrümeln, mal rauskämmen. Farbabgabe ist auf jeden Fall da, aber nicht zu intensiv, sodass man Angst haben müsste, dass man zu viel Produkt, zu wachsig das ganze Kram auf die Augenbraue kriegen würde oder so. Also es lässt sich halt schön dosieren. Sieht jetzt sehr, sehr natürlich aus, aber tatsächlich mag ich das gerade sehr gerne leiden. Jetzt noch die andere Seite. Der Augenbrauenstift haut mich jetzt nicht so mega vom Hocker, aber ich würde einfach sagen, der ist okay, ne? Farblich ein bisschen zu warm vielleicht für mich, aber für den Sommer finde ich es dann doch irgendwie dann doch passend, ne? Deswegen, also ich finde es okay, ich werde ihn weiterverwenden. Es war jetzt ein bisschen schwierig damit zu arbeiten. Liegt aber vor allem daran, dass die halbe Foundation mir in den Augenbrauen gehangen hat. Dann habe ich aber auch noch aus der gleichen Reihe in der Farbe Biscuit müsste das gewesen sein, das Brow Fixer Fiber Gel. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, weil das hat jetzt auch noch eigene Farbpigmente mit dabei und was ich auch sehr interessant finde, es hat auch kleine Augenbrauenpartikel mit dabei. So schaut das aus und das hat vorne so ein ganz, ganz kleines Bürstchen dran, wo man auch schon direkt die einzelnen Augenbrauen, künstlichen Augenbrauenhärchen sieht. Schon ordentlich Produkt rein, also das muss ich wirklich sagen. Sieht jetzt nur ein bisschen weird so mittendrin aus, ne? Oh, das sieht echt dunkel aus. Ja, jetzt noch einmal durchgebürstet sieht das besser aus, ne? Das ist ein bisschen abgeschwächt. Ja, jetzt bei der zweiten Augenbraue habe ich ein bisschen mehr den Dreh raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas dann solo verwenden kann, ohne dass man halt vorher den Augenbrauenstift verwendet. Das könnte vielleicht auch noch eine ganz gute Alltagsnummer werden. Also ich mag es schon, ne? Es macht ein tolles Ergebnis. Es sieht relativ natürlich aus, buschig und es ist halt so trendy tatsächlich. Ich mag das aber gerne leiden. Ich habe nämlich auch vor, nachher einen relativ intensiven Look zu schminken. Also von daher ist es auch okay, wenn die Augenbrauen ein bisschen mehr Statement-mäßig sind. Aber ich glaube, ich finde dieses Brow Product, dieses Gel, noch ein bisschen besser als den Stift von bei Beauty Bay. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück des Ganzen. Also für mich ist eine Lidschattenpalette immer irgendwie der Herzstück eines Looks gefühlt. Von Dose of Colors habe ich die Cutting Edge Palette zugeschickt bekommen, beziehungsweise von Purish habe ich die zugeschickt bekommen. Das ist eine so schöne Palette. Ich hatte sie zugeschickt bekommen und da ist der Goldton rausgebrochen und ich habe versucht, ihn wieder zu pressen. Es hat nicht funktioniert und dann hat halt dieser Goldton auch nicht so performen können auf dem Auge, wie er performt hat. Oder hätte, wenn er heile gewesen wäre. Und deswegen hat hier gerade was geklingelt. Ich hoffe, mein Freund geht dran. Und deswegen, ja, habe ich sie nochmal zugeschickt bekommen tatsächlich. Auch da ist der Goldton ein bisschen locker drin, aber egal. So schaut sie aus. Sie ist halt super schön gummiert, fühlt sich extrem interessant an von außen. Und ja. Ich habe es im PR-Boxen-Unboxing auch schon gesagt, woran mich das so ein Stückchen erinnert. Also das ist so ein bisschen Erwachsenenspielzeug von der Gummierung her, ne? Muss ich immer dran denken. Wir haben hier 5 verschiedene Farben, wo 2 von schimmernd sind und 3 matte Töne. Und da kann man ganz, ganz tolle Looks mit schminken. Hier ist auch ein Pinselchen mit dabei. Das kann man auch super verwenden, wenn ich ehrlich bin. Also das habe ich auch schon verwendet gehabt, als ich die das erste Mal ausgetestet habe. Denn ich habe sie schon ausgetestet, wie man sieht. Ich habe mich schon mal schnell damit geschminkt und auch einen Look damit auf Insta online gestellt. Geswatcht sieht die Palette dann einmal so aus und ich stehe auf dieses Gold, ich stehe auf dieses Grün. Das passt halt so toll jetzt zu meinen grünbraunen Augen und es ist sehr natürlich und ich mag einfach diese Konstellation. Deswegen habe ich mir auch diese Farbvariation ausgesucht. Es gibt auch noch unterschiedliche Farben von diesen Paletten, aber die fand ich richtig ansprechend für mich. Und dann trage ich mir jetzt zuallererst diesen hellgrünen Ton auf, der nennt sich Cameo. Und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid.
Nimm mir dann einen Blendepinsel und blende den einfach nach oben hin aus. Und solche Töne finde ich eigentlich immer etwas schwieriger, weil die halt schnell nach einem blauen Auge aussehen. Aber ich finde es cool. Jetzt nehme ich mir den Ton Edgy auf. Das ist dieses Dunkelgrün in Matt. Und das setze ich mir zum einen hier außen in mein äußeres V und blende das auch schön ein. Und ich gebe mir das auch ganz, ganz vorsichtig und präzise in die Lidfalte. Damit zauber ich einfach nur so einen kleinen Schatten. Nicht mehr und nicht weniger. Mit einem etwas größeren Blendepinsel gehe ich dann nochmal drüber, damit das Ganze etwas softer wird. Dann nehme ich mir diese spitze Seite von diesem doppelendigen Pinsel, der ja mit dabei ist, und gehe in diesen mittleren Mattton, der sich Sundown nennt. Das ist halt der braune Ton in der Palette. Und den trage ich mir am unteren Wimpernkranz auf. Ein bisschen abklopfen, damit es nicht krümmelt. Und dann wieder dahin platziert. Also erstmal nur tatsächlich so einen ganz simplen Strich da unten ziehen. Dann mit der anderen Pinselseite hier oben, beziehungsweise hier an der Seite ein bisschen verblenden. Dass es alles harmonisch ineinander übergeht. Dann nehme ich mir nochmal diese spitze Pinselseite, gehe in diesen dunklen Ton rein, Edgy, diesen dunkelgrün, und setze mir den im äußeren Drittel noch so ein bisschen mit da rein und verblende auch gleichzeitig mit diesem Pinsel, also mit dem kleinen feinen Pinsel, die Farben ineinander. Und so schafft man einfach einen schönen Übergang zwischen dem oberen und dem unteren Wimpernkranz. Ich mag das nicht so gerne, das so tief nach unten auszublenden. Deswegen wäre das tatsächlich auch schon mein unterer Wimpernkranz. Mit dem Pinsel, mit dem ich eben den Concealer aufgetragen habe und auch schon meine Augenbraue gesäubert habe, mache ich so eine kleine Kante hier an der Seite. Also so ein bisschen mehr dieses gelüftete Feeling. Ja, kann man so machen. Und jetzt kommen wir zu dem spaßigen Teil, und zwar zu den Schimmertönen. Und dafür brauche ich aber definitiv einen anderen Pinsel. Da habe ich hier so einen ganz, ganz flachen Lidschatten-Auftragepinsel. Das ist dieser hier. Und dann werde ich zuallererst in den Goldton reingehen. Der Goldton hat die Farbbezeichnung Rule Breaker. Ja, dann brechen wir mal ein paar Regeln. Die sind sehr intensiv pigmentiert. Und von der Konsistenz her sehr cremig. Und den trage ich mir an meinem, also auf mein bewegliches Lid. Und da der so intensiv ist, kann ich den auch wie eine Cut Crease verarbeiten. Also da brauche ich auch drunter keine Base oder so. Ein Glitter Primer wäre jetzt sinnvoll gewesen, habe ich jetzt vergessen. Natürlich muss ich jetzt immer mal wieder in die Farbe reingehen, weil ich sie halt richtig aufpresse. Und ich trage das ungefähr bis kurz hinter der Pupille auf, weil da kommt gleich noch der dunkle Schimmerton zum Einsatz. Beautiful, 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 beautiful. Ich mag sowas, ne? Das ist schon heftig. Das ist so ein tolles Gelb-Gold. Und jetzt gebe ich mir halt an die äußere Seite, aber nicht in den äußeren, sondern hier so, das habe ich mir so eine Ecke reingebaut. Nehme ich diesen dunklen Schimmerton, der heißt Top It Off. Also der möchte tatsächlich auch lieber ein Topper sein. Würde ich auch so empfehlen. Man hat es auch gesehen, der hat nicht so krasse Schimmerpigmente mit drin. Aber der hat so Goldschimmer mit dabei. Das heißt, den würde ich auch immer irgendwie noch über eine andere matte Farbe drüber geben. Und hier außen habe ich ja schon eine matte Farbe. Und den setze ich mir hier auch außen so ein bisschen hin. Aber nicht bis nach ganz außen. Mit einem Blendepinsel räume ich jetzt hier außen drum zu noch ein bisschen auf. Also ich mag den Look auf jeden Fall. Es ist schwierig, solche Farben einzusetzen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Geschichte jetzt perfekt gelöst habe, aber es ist schon mal nice. Was mir hier noch so ein bisschen fehlt, ist so dieser Highlighter-Ton. Den werde ich mir jetzt hier einfach von dem Luminous Highlighter nehmen, ne? Von dem einfach um unter dem Augenbrauenbogen und im unteren, ach Quatsch, im inneren Augenwinkel zu highlighten. Aber an und für sich ist das sehr besonders. Gerade dieses Gelb-Gold, ne? Sehr besonders. Jetzt kommen wir mal zu Make-up-Fixierung, genau. Da hatte ich im Love-Adventskalender das Make-up-Fixing-Spray, das ist dieses hier. Und nicht nur im Love-Adventskalender, den ich ja von Purish zugeschickt bekommen habe, sondern auch in einer Glossybox Limited Edition Muttertagsedition, glaube ich, war das Spray mit drin. Das ist ein Continuous-Spray, so geil.
Ebenfalls von Yesdai konnte ich mir dieses Produkt aussuchen. Das ist der Marimond Super Twim Eyeliner und den habe ich irgendwie in einer braunen Farbe. So schaut der aus und das ist halt jetzt hier in so einem Mintgrün, aber es ist ein brauner Eyeliner und der passt halt zu so einem Look, gerade wenn man so grünbraune Augen hat. Oh, traumhaft. Das ist so ein Filzstift-Eyeliner mit einer sehr feinen Mine und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Da, ziehe ich mir einen Eyeliner. Und schwupps haben wir einen sehr rauchigen, aber irgendwie so natürlichen Tarnlook fast schon. Und das mag ich gerne. Also das ist toll. Mag ich. Den Eyeliner mag ich auch. Der malt schön, ist nicht zu viel Farbe, die da auf einmal rauskommt. Ne? Das lässt sich schön auftragen. Es macht einen schönen Wing und so. Es ist einfach damit umzugehen. Und das finde ich echt wichtig. Gerade wenn man sich halt so viel Mühe bei dem Augenlook gegeben hat, dann ist nichts nerviger, als wenn du den Eyeliner drauf machst und du dann den halben Look versaut hast. Deswegen finde ich den sehr empfehlenswert. Hat auch so eine Schüttelkugel mit dabei. Und ja, das ist jetzt der Look ohne Mascara. Natürlich tragen wir noch Mascara auf, denn das gehört bei mir einfach extrem mit dazu. Vorher biege ich aber meine Wimpern mit der Brushworks Wimpernzange. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir meine Base jetzt deutlich besser als jetzt eben vor einer Stunde oder so, wo ich sie aufgetragen habe. Wahrscheinlich braucht die Foundation einfach ein bisschen, um sich mit der Haut zu verbinden und macht es nicht so von jetzt auf gleich, ne? Da braucht sie einfach ihre Zeit. Es ist okay. Also die Zeit gebe ich ihr, ne? Das ich schmink mich ja eh immer noch so ein bisschen weiter oder ja. Das geht vollkommen klar. Aber wie sie am Anfang war, das war gar nicht gut. Wahrscheinlich hat es jetzt auch geholfen mit Fixierpuder und Fixing Spray und so weiter und so fort, dass man da jetzt einfach noch ein paar mehr Produkte dazugegeben hat, damit es besser verschmilzt. Weil so ist es wirklich eine einheitliche Kiste auf meinem Gesicht. Ne? Sieht recht flawless aus und ebenmäßig. Ich glaube, flawless heißt ebenmäßig. Also ebenmäßig und ebenmäßig läuft. Aber das gefällt mir schon ein bisschen besser. Dann vergleichen wir doch mal zwei Schätzeleins von Benefit. Da habe ich einmal die neue They Are Real Magnet Mascara. Das ist diese hier, habe ich in einer Probegröße. Ebenfalls in einer Probegröße habe ich die Bad Girl Bang Mascara. Und die hier habe ich in Kooperation zugeschickt bekommen. Hatte ich aber auch schon in groß da. Die hier habe ich mir selber bei Douglas bestellt. Die Gummibürstchen sind ziemlich unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr ähnlich. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ich kann mich gerade gar nicht so selber entscheiden, welche von beiden ich jetzt schöner finde, weil die schon alle beide ein tolles Ergebnis machen. Die They Are Real Magnet trennt dabei die Wimpern noch etwas schöner, während die Bad Girl Bang etwas schwärzer einfach ist. Ich weiß nicht. Also gefallen tun mir alle beide. Die machen alle beide Wawawoom Lashes. Aber so bin ich es tatsächlich auch von den Benefit Mascaren gewöhnt. Die haben natürlich auch ihren Preis und deswegen sind sie, wie sie sind. Aber sie gefallen mir beide richtig gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf zu den Lippen. Da habe ich einen Lip Liner zugeschickt bekommen. Und zwar von Dose of Colors von Purish, den Lip Liner in der Farbe Escape. Passt jetzt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, zu diesem Augen-Make-up passt jetzt auch irgendwie so eine nudefarbene Lippe. So eine etwas bräunlichere Geschichte. Ne? Dass man so ein bisschen dieses, hier mache ich den Baumstamm und hier mache ich dann die Baumkrone. So nach dem Motto. Die sehen ja auch cool aus. Ne? Also ich habe davon auch eine andere Farbe. Tatsächlich schon da und das hier ist so ein richtig schöner Nude-Ton. Der hat auf der anderen Seite auch noch einen Anspitzer. Das ist ja spektakulär. Sehr, sehr wachsig auch so, ne? Also der schmilzt richtig direkt, sobald ich damit auf die Lippen komme. Aber die Farbe passt 1A zum Augenlook, weil das ja auch, glaube ich, genau diese Farbe ist, die dieser Braunton davon hat, ne? Das ist richtig schön, dieses Sundown. Das sieht cool aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, welchen von den Liquid Lipsticks ich dazu am besten kombinieren könnte. Ich habe nämlich drei Farben zugeschickt bekommen. Cork oder Truffle? Welchen hättet ihr genommen? Nimm mal Truffle. Was war das eigentlich gerade für eine Produktvorstellung, oder? Läuft. Ich habe bei Liquid Lipstick immer das Problem, dass ich irgendwie es immer schaffe, auch über meinen Lip Liner drüber zu malen und da einfach vollkommen ignoriere, dass ich vorhin aufgetragen habe.
Naja, die Farbe passt auf jeden Fall zum Look, ne? Das ist dieses Nude-Bräunliche zu diesem grünen, goldenen. Das passt schon farblich. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt einmal der fertige Look im kompletten. Gefällt mir wunderschön in Kombination mit dem wunderschönen Schmuck von Corazul, den ich jetzt trage. Muss ich kurz aufstehen, denn die Kette ist so schön lang. Auch das Oberteil, ich lieb's, ne? Das habe ich mir vor einiger Zeit schon mal bei Amazon gekauft. Und das ist so ein richtig toller Sommerlook, weil dieses ganze Goldene und Grüne und ne, irgendwie farbenfroh, aber trotzdem irgendwie ein bisschen interessanter. Und ich weiß es nicht, mir gefällt das. Das ist ein harmonischer Look. Die Base lässt sich drüber streiten. Die Foundation muss ich noch ein bisschen weiter austesten. Ob der Blurstick jetzt wirklich bei mir geblurrt hat, muss ich auch noch weiter austesten. Die Augenbrauen gefallen mir tatsächlich jetzt richtig gut zum Look. Blush gefällt mir, Highlighter gefällt mir, Bronzer und Bronzer Topper ein Träumchen. Das Puder macht einen schönen Weichzeichner-Effekt. Die Lippen sind jetzt definitiv getrocknet. Es fühlt sich angenehm auf den Lippen an und ich bin mal gespannt, wie lange der auch so hält. Die Mascara gefällt mir, also alle beide Mascaren gefallen mir richtig gut, wobei ich glaube, die Bad Girl Bang gefällt mir noch ein bisschen besser, weil die zieht wirklich die Farbe bis in die Spitzen rein und ne, das sieht irgendwie ein bisschen noch mehr Wawawoom aus, obwohl auch die They Are Real Magnet ganz nice ist. Ja. Also mir gefällt, was ich in meinem Gesicht trage und ich fühle mich wohl. Und ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Denkt an die Verlosung, denkt an die ganzen 5 Milliarden Rabattcodes, die ich euch in der Infobox verlinkt habe, eingeblendet habe und so weiter und so fort. Ihr findet aber auch nochmal, um alles in Ruhe nachzulesen, alles unten in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!